geschnupft hast. Oh Gott, Fernsehen, wer hätte das gedacht? Ja, wir sind im Fernsehen, wer hätte das gedacht? Ja, ganz schönen guten Abend an alle. Und die Katze kommt pünktlich rein. Ja, pünktlich, damit sie auch nichts verpasst. Hinter den Kulissen. Ja, wir haben heute einen Gast auf unserer grünen Couch, die Anne-Karin Fischer. Freut mich, dass du bereit bist, dich dem Thema zu stellen. Ja, also freut mich wirklich sehr. Mhm. Unser, also wie jeden Dienstag, das Thema bewusst gelebte sexuelle Lebenskraft, wo wir seit mehreren Wochen schon zu diesem Thema verschiedene Menschen interviewen, die sich aus den unterschiedlichen Erfahrungen heraus oder Methodiken heraus oder was auch immer damit beschäftigen. Und ja, das war irgendwie ein Zufall, dass wir auf dich gestoßen sind und natürlich auch aus der gleichen Stadt hier wie wir, was natürlich super ist, weil die meisten können wir oft nur telefonisch oder per Skype und du kannst jetzt hier direkt bei uns hier sitzen. Ganz schön. Ja. Und ja, heute ein schwerwiegendes Thema, kann man so sagen, sexuelle Gewalt. Und das ist nur ein Teil von Anne-Karins Arbeit. Und dann würde ich dich jetzt erstmal am Anfang gerne bitten, wenn du so ein paar Worte einfach über dich sagen möchtest. So, was du so einfach. Ja, als erstes, was mir einfällt, wenn du so sagst, schwerwiegendes Thema, dann würde ich es gleich auch mal sagen, umfassend. Umfassend, auch, ja, ne? Ja. Also einfach viele Bereiche betreffend. Ja. Und ja, und zu meiner Person sozusagen, mhm, willst du ein bisschen was wissen? Ja, was ist wichtig? So, also wie du, ja, also das ist ja so das Hauptthema, mhm, und dennoch bist du sehr, sehr vielseitig und bietest sehr, mhm, viele, also du machst auch Meditationen und Beratungen, okay, Seminare und vielleicht auch, wie du zu dem Thema auch gekommen bist. Okay. Mhm. Ja, also ich würde erstmal zu meiner Person ganz einfach sagen, ich bin als Heilerin tätig in Leipzig, im nächsten Jahr schon dann im 10. Jahr. Mhm. Und vorher, mhm, habe ich Psychologie studiert und dann eine Psychotherapieausbildung gemacht für Kinder und Jugendliche. Mhm. Wollte ich also mal Psychotherapeutin werden, das war mir ganz wichtig damals. Ich habe in Berlin gewohnt und es war, sage ich mal, so Umbruchzeit, es war die Wendezeit. Mhm. Und ich habe in West-Berlin am Institut für integrale Psychotherapie als fast erste Ost-Berlinerin in einer Psychotherapiegruppe mit vielen Westdeutschen gesessen und wir haben Selbsterfahrung gemacht. Mhm. Also sprich, wir haben schon Kinder und Jugendliche therapiert, haben uns einmal in der Woche getroffen, mhm, und haben drüber geredet, ne? Wie geht es uns, so ganz klassische Ausbildung, Psychotherapieausbildung, dass man natürlich seine eigenen Thematiken reflektiert, mhm, im Umgang in der Psychotherapieausbildung. Ja, dann habe ich im Prinzip mit kurz vor dem 30. Lebensjahr meine tiefste Lebenskrise bekommen, also auch ausgelöst durch diese Beschäftigung mit meiner eigenen Kindheit und Jugend. Und dann war erstmal angesagt, mich selber zu heilen. Und das hat auch eine Weile gedauert. Ja? Und ich war immer auf der Suche, was kannst du beruflich weitermachen. Ne? Also das heißt, du hattest dann erstmal ausgesetzt. Genau, mhm, also es war klar, dass ich die Psychotherapieausbildung nicht weiter verfolge, sozusagen. Und dann war ich als Sozialpädagogin tätig. Mhm. Und in Leipzig gab es einen Verein, ONA e.V., mhm. Und der hat sich darum gekümmert, dass in Leipzig endlich so eine Zufluchtsstätte für sexuell missbrauchte Mädchen aufgebaut, mhm, wird. Denn wenn Mädchen, sage ich mal, im jungen Alter, wenn die noch in ihrer Familie wohnen, und es ist ja bekannt, dass sexuelle Gewalt oftmals oder am meisten innerhalb der Familie passiert oder im Bekanntenkreis, mhm,
ist es ja wichtig, dass diese Mädchen aus dieser aktuellen Situation raus können. Mhm. Ne? Und, das, und auch, weil die Täter ja dann oftmals ein großes Interesse haben, die Verbindung zu dem Mädchen aufrechtzuerhalten, war das ganz wichtig, dass diese Zuflucht anonym ist. Mhm. Und da hat dieser Verein, sage ich mal, jahrelang darum gekämpft, dass das existiert in Leipzig. Das war so die erste berufliche Berührung mit dem Thema sexuelle Gewalt. Mhm. Ne? Okay. Also nicht die erste, die hatte ich natürlich schon in der Psychotherapieausbildung für Kinder und Jugendliche. Mhm. Da ist mir auch das Thema schon begegnet, sexuelle Gewalt. Und dann in Leipzig eben wieder, indem ich da mehr organisatorisch tätig war. Also nicht im direkten Kontakt dann mit den... Nein, also es war reine Vereinsarbeit sozusagen, Lobbyarbeit. Mhm. Ich habe mit Politikern geredet, mit anderen Frauenvereinen, Netzwerksarbeit, okay. So, ne, weil organisieren kann ich auch ganz gut. Mhm. Und dann Priss e.V., ein Verein, mit dem haben wir zusammengearbeitet, haben eine Wanderausstellung nach Leipzig gebracht zu diesem Thema, also Aufklärungsarbeit geleistet. Okay. Damit Leipzig so weit ist, dann zu sagen, ja, wir brauchen das. Und das ist auch passiert. Und für mich war aber klar, dass ich da nicht direkt arbeiten will. Und dann hast du sozusagen dann irgendwann entschieden, so, als du gemerkt hast, wow, also mit dir ist viel geschehen oder du hast dich selbst heilen können, kann man sagen. Oder also bist auf jeden Fall, hast einen anderen Weg eingeschlagen, hast du dann eine andere Ausbildung gemacht oder warum war das dann für das Gebiet mit dir, für dich fertig, Psychotherapie? Also Psychotherapie war schon damals, das war klar, dass ich diesen Weg nicht mehr will sozusagen. Ne? Ich selber bin ja, um aus meiner Krise rauszukommen, bin ich ja auch zu Psychotherapeuten gegangen, ne? Und habe meine Erfahrungen weiterhin sozusagen gehabt und es war klar, dass das irgendwann nicht weiterführt. Okay. Und ich habe einfach diese sogenannten alternativen Heilungsmethoden, habe einfach gespürt, gemerkt, das bringt mir am meisten. Mhm. Ne? Und eine Freundin, mit der ich jetzt auch sehr gut zusammenarbeite, die Dr. Annegret Kahle, die hat mal zu mir gesagt, du wirst mal die Methode sozusagen ausführen, die dich am meisten selber geheilt hat. Mhm. Und da hatte sie sehr recht, sozusagen. Ne? Also ich habe dann einfach dieses, sage ich mal, dieses Heilertum oder die Heilerin, habe ich einfach ganz klassisch erlernt bei Veronika Mager in Altmark. Das nannte sich Chintai. Mhm. Und sie hat immer betont, heilen ist ein Handwerk. Mhm. Ne? Mhm. Und irgendwie stimmt das auch, sage ich mal. Natürlich, man verbindet sich mit den geistigen, universellen oder göttlichen Kräften. Aber es ist auch ein Handwerk, also dass man verschiedene Techniken lernt und so. Und das habe ich erst mal gelernt. Mhm. Ja. Und es ging aber immer weiter. Okay. Ja, also. Und wie ist jetzt in diese neue Tätigkeit dieses Thema mit eingeflossen? Also... Im Prinzip ist das Thema immer da gewesen. Mhm. Also man zieht einfach Leute an oder Klienten an, die dieses Thema sexuelle Gewalt selber erlebt haben. Ne? Mhm. Und diese Kompetenz, also ich habe, fällt mir ein, ich habe da sogar auch mal eine richtige Ausbildung dazu gemacht. Also als ich damals noch in der Sozialpädagogik tätig war, habe ich ein Jahr lang Fachkraft für sexuelle Gewalt erlernt. Also ich war da mit sehr vielen Sozialarbeitern zusammen, mit Lehrern, mit Jugendamtsmitarbeitern und wir haben im Prinzip, sage ich mal, das Thema sexuelle Gewalt sozusagen von Beratungsgespräche geübt und sowas. Ne? Ja. Und da hätte ich die Frage, das heißt, du hast ja sozusagen, wenn man sexuelle Gewalt, dann wurde ja vorhin auch angesprochen, dann gibt es Opfer und Täter, ne? Mhm. So. Und
Du hast sozusagen Berührung gehabt, eigentlich immer mit den sogenannten oder mit den Opfern, ne? Ja. Oder gab es auch Gespräche mit den Tätern? Nein, also das ist ganz klassische, sage ich mal, wie nannte sich das, parteiliche Arbeit gewesen. Okay. Also sage ich mal, diese Initiativen der Mädchenarbeit und Frauenarbeit, die entspringen ja alle der 70er Jahre. Mhm. Der feministischen Frauenarbeit, wo sozusagen gesagt wird, wir kümmern uns jetzt um die Frauen und wir kümmern uns um die Mädchen, die betroffen sind, weil das wurde ja in der Gesellschaft als erstes, sage ich mal, öffentlich. Ne? Mhm. Das haben wir ja Alice Schwarzer und ihrem Team zu verdanken, dass dieses Thema überhaupt dann in den Medien vorkam und das in die Öffentlichkeit getragen worden ist. Ne? Und da ging es immer darum, die Opfer zu stärken, zu schützen und die Täterarbeit haben andere übernommen. Okay. Also ganz klassisch der Kinderschutzbund zum Beispiel. Okay. Ne? Oder es gibt ja auch Therapeuten, die sich auf Täterarbeit spezialisiert haben. Und ja, also das sage ich mal. Und das war aber auch ein Grund. Ich habe ja, wie ihr sagt, irgendwann diese alternativen Methoden für mich entdeckt und unter anderem auch das Familienstellen, also die Systemarbeit. Mhm. Und wenn man diesen Weg geht, dann wird ja auch ziemlich schnell klar, dass es bei der Heilung von sexuellen Gewalt auch darum geht, sage ich mal, seine nicht nur die Opfer zu betrachten, sondern alles systemisch. Also zum Opfer gehört natürlich auch Täter. Mhm. Ne? Und das ist dann einfach diesen Bereich, dass man den nicht mehr ausklammern kann. Mhm. Ne? Also das ganz wichtig ist dann, wenn man bereit ist, diesen Schritt der Heilung zu gehen, auch zum Täter guckt. Und Heilung ist nun mal letztendlich nur möglich, wenn man auch wieder vergibt. Mhm. Ja? Und das wäre aber in dieser klassischen Frauenarbeit sozusagen, da gab es einen großen Aufschrei. Mhm. Das wurde natürlich nicht gerne gehört oder ausgeklammert. Mhm. Interessant. Ja. Mhm. Okay. Also aber das war dir einfach auch wichtig, dieser Anteil. Damals war mir das schon ein bisschen unangenehm immer auch so. Mhm. Auf der einen Seite sehr interessant, diese Frauen kennenzulernen. Ich war ja auch ein Mitglied sozusagen dieser Gemeinschaft. Aber ich habe eben gemerkt, das ist es noch nicht. Aber ich sag mal, man wird irgendwie geführt. Also ich kann mich noch erinnern, ich habe mal eine Fortbildung gemacht für Lehrer, eine Friedrich-Ebert-Stiftung, mit einer Freundin, mit der Ilka Arnold. Und ich hatte dann den Part, über die Täter zu reden. Mhm. Und redete und plötzlich merkte ich, oh, es geht gar nicht mehr weiter. Ich kann gar nicht mehr sozusagen das aufzählen. Mhm. Das war so ein Aha-Erlebnis für mich. Und da habe ich auch gesagt, okay, in der Art und Weise möchte ich jetzt nicht weiterarbeiten. Mhm. Ja? Mhm. Aber trotzdem nach wie vor, also ist es sehr wichtig, dass diese Arbeit noch existiert. Ne? Mhm. Frauenhäuser, Schutzhäuser für Mädchen, also das ist durchaus sehr sinnvoll und nötig. Mhm. Ich habe es bloß nicht weiter verfolgt in meinem Leben. Okay. Mhm. Und gab es auch Ansätze oder gibt es Ansätze, dass die Frauen, oder ich weiß nicht, ob du jetzt nur mit Frauen und Mädchen auch arbeitest? Nein, nein, jetzt aktuell, sage ich mal, das ist ja alles Vergangenheit, was ich erzählt habe. Jetzt aktuell bin ich einfach als Heilerin tätig und sage immer gerne, ich schließe gar nichts aus. Ja. Weil es kommen ja Leute zu mir mit allen möglichen körperlichen Krankheiten, mit geistigen Themen oder mit psychischen Krankheiten. Und wenn sie dann immer fragen, ja, das, und dann sage ich immer, ich schließe nichts aus. Also, ich habe schon mit geistig Beeinträchtigten gearbeitet. Keine körperliche Krankheit ist mir, sage ich mal, fremd. Mhm. Ja? Und ja, also ich bin da wirklich offen für alles und natürlich auch für Frauen, für Männer, für Kinder. Mhm. Okay. Meine Älteste war meine 86-jährige Klientin, war auch ganz schön. Mhm.
Schön, also du bist da so in allen Wandeln. Mhm. Und weil das Thema bewusst gelebte sexuelle Lebenskraft und dann Bogen, also heute ist ja das Unterthema sexuelle Gewalt. Was mich interessieren würde, gab es oder gibt es Ansatzpunkte, wo den Opfern sozusagen, also gut, ihnen wurde Schutz gewährt und wurde einfach, ne, dass sie sich da geschützt fühlen können. Und gibt es Ansätze, dass sie so aus dieser innerlichen Rolle, innerlichen und äußeren Rolle des Opferseins wieder rauskamen? Also, weißt du, wie ich meine? Sondern ja, dass aber, es nicht. So dass sie mit, also eine Arbeit mit sich, dass sie ihre sexuelle, bewusst gelebte sexuelle Lebenskraft wieder leben können, so gut wie möglich, so dass sie nicht mehr Opfer sind. Redest, ja. Bist du jetzt noch wieder in der Zeit der Mädchenzuflucht? Das klingt so ein bisschen... Sowohl als auch. So. Also ich glaube, das schließt ja jetzt aber auch deine heutige Arbeit nicht aus, ne? Obwohl es jetzt nicht nur darauf also spezialisiert ist, aber es ist ja auch Teil deiner Arbeit. Also ganz klar, natürlich kann diese, sage ich mal, auch Stigmatisierung, ist ja auch eine Stigmatisierung zu sagen, ich bin Opfer oder so. Mhm. Und wenn es um Heilung geht, geht es immer um Auflösung und um Überwindung. Und natürlich... ich kann mich noch erinnern, vor 15, 20 Jahren habe ich Bücher gelesen, wo so der Fokus war, sexuelle Gewalt ist nicht heilbar. Mhm. Also gab es durchaus Literatur und ich würde sagen, natürlich ist sexuelle Gewalt heilbar. Ganz eindeutig. Mhm. Ne? Es ist oftmals auch ein schwieriger Weg, kommt auch darauf an, wie umfangreich man betroffen ist von sexueller Gewalt, wie zeitig diese Gewalt aufgetreten ist, ich meine jetzt vom Lebensalter und wie lange auch und wie nahe natürlich diese Person war, weil ja ein riesiger Vertrauensbruch sozusagen passiert. Ne? Mhm. Also innerfamiliärer Missbrauch vom Vater ist natürlich, sage ich mal, umfangreicher und tiefgreifender als vom Nachbarn. Mhm. Und wiederum muss ich da wieder vorsichtig sein in meinen Aussagen an sich, weil der Weg der Heilung ist ja jedes Mal anders. Mhm. Absolut. Und, und das ist eigentlich, sage ich mal, da muss man immer wieder total frei sein, das Wissen, was man sich mal angeeignet hat. Also zum Beispiel meine Ausbildungsunterlagen damals von dieser Fachkraft sexuelle Gewalt, die habe ich schon lange weggeworfen. Ne? Mhm. Weil es ist immer wieder wichtig, einfach frei zu sein, wenn Klienten, wenn Menschen zu dir kommen in die Praxis und sie haben ein Anliegen sozusagen. Und dann gehe ich natürlich genau auf diese Menschen ein und lasse mich als Heilerin ganz klassisch führen von meiner Intuition. Okay. Ne? Mhm. Und gucke dann, was kommt und habe ja verschiedene Behandlungsmethoden und das der Kreativität sozusagen keine Grenzen gesetzt, Schön, okay. Ja? Dankeschön. Also es ist schon ein sehr, ich merke, also so ein ganz behutsames Thema auch, also ganz sehr behutsam damit umgehen. Achtsamkeit, Behutsamkeit und gerade Verletzlichkeit, totale Verletzlichkeit. Und ne, und das ist ganz wichtig. Und ich sag mal, diese eine Methode, die ich mache, dieses systemische Familienstellen, gibt es ja auch verschiedene Ansätze sozusagen oder eine verschiedene Art und Weise, wie man das durchführen kann. Aber es ist ganz klar, dass das nur Schritt für Schritt sozusagen geht und auch immer, also es ist zumindest meine Art, dass ich immer gucke, wie weit kann derjenige mitgehen, beim Heilungsprozess. Mhm. Und, ja. Was mich noch interessieren würde, also natürlich ist jeder Mensch, jede Frau, jedes Wesen anders und dennoch kannst du oder konntest du Ansatzpunkte entdecken in deiner Arbeit, jetzt speziell mit dem Thema sexuelle Gewalt. Waren es
besondere Art von Menschen, denen es widerfahren ist? Das würde mich interessieren. Ja. Also jetzt muss ich doch mal einen Schluck Tee trinken. Ja, gerne. Also würde ich gleich sagen, nein. Gibt es okay. keine Kategorien. Okay. Ist in jeder Form, kann jeden betreffen, jede Form. Also jedes Alter, jede gesellschaftliche Schicht. Mhm. Okay. Also kein, also wenn, kann man jetzt nicht sagen, okay, die Opfer waren jetzt irgendwie besonders, weil sie einfach ihr besonders offen und berührbar und verletzlich sich gezeigt haben oder was auch immer, ne? Also sicherlich, sicherlich auch, sage ich mal, aber man kann das nicht als Kriterium nehmen. Okay. Geht einfach nicht, wenn man in diesem alternativen Bereich ist, bei der spirituellen Heilung, weiß man ja, dass man sich bestimmte Themen, sage ich mal, auch selber erschaffen hat. Mhm. Und man will bestimmte Erfahrungen machen und welche Erfahrungen man macht, das ist so individuell wie jeder Mensch. Mhm. Na, aber ich sag mal, natürlich gibt es dieses ganze Wissen, was die Frauen damals entwickelt haben und was, sage ich jetzt mal, immer noch Basiswissen ist zur sexuellen Gewalt. Ne? Natürlich betrifft das Kinder zum Beispiel, die einfach in ihrem Selbstwert, sage ich mal, gestört sind oder die nach Liebe suchen. Mhm. Ne, das ist, ist ganz klar, dass, dass sie anfälliger sind. Also diese klassischen Hinweise, stärke dein Kind, gib ihm Selbstvertrauen, kläre es zeitig auf, natürlich gelebte Sexualität in der Familie und so, das sind alles Möglichkeiten, sein Kind davor zu schützen. Also das ist alles, ist alles richtig. Ne? Aber sage ich mal, weil du gefragt hast, ob das, was hast du nochmal bestimmte, ob du beobachten konntest, dass einfach eine bestimmte, obwohl jeder anders ist, aber eine bestimmte Art von Menschen, das einfach widerfährt. Ja. Die sexuelle Gewalt kann man, hast du nicht beobachtet. Immer wieder, es ist immer wieder interessant. Also es ist so, wenn man sich so lange mit diesem Thema beschäftigt, und ich habe ja auch eine Körperpsychotherapie-Ausbildung gemacht, diese Shintai, also auch ganz viel Körperarbeit. Ja, es begegnet mir, dass ich Menschen sehe und dann weiß ich Bescheid sozusagen, rein so von der Körperhaltung, was sie sagen oder so. Aber genauso oft wurde ich in meinem Leben schon überrascht, wo dann später rauskam, weil sie sich selber dazu selber gesagt haben, dass sie von Missbrauch betroffen sind oder von sexueller Gewalt. Oder ich habe es in irgendwelchen Ausbildungsgruppen beobachtet, wo ich dann immer wieder überrascht war. Aha, der auch oder die auch. Ne? Also es ist so breit gefächert, dass man da sich nicht, gibt es nicht die Indikatoren. Ah, okay. Das ist spannend. Ist einfach ein Thema, was so sehr verdrängt ist noch von vielen auch. Und manche bis ins hohe Alter verdrängen. Und die, die sich auch gar nicht mehr erinnern, gar nicht wissen mehr darum, ne? Oder wie? Ja, das ist ja, ist auf jeden Fall eine Traumatisierung, ne? Wird verdrängt, die erinnern sich nicht daran oder ist einfach dieses Thema so oft schon überlagert mit anderen Themen und es wird zugedeckt mit Süchten oder es wird einfach Sexualität nicht mehr gelebt. Ne? Man geht dem aus dem Weg oder wieder der andere Weg, man lebt besonders viel Sexualität, ne? Also ist ständig unterwegs, hat ständig wechselnde Partner, aber kann die Tiefe der Sexualität gar nicht spüren. Ne? Und ja, also es ist auch immer wieder, sage ich mal, aus meiner Sicht eine Gnade, wenn man die Möglichkeit hat, dies aufzuarbeiten. Ne? Und aufarbeiten meinst du in dem Sinn dann auch, dass dann wirklich dass es wieder frei fließen kann, diese... Wieder frei fließen, alles, was damals bei der sexuellen Gewalt zum Stocken gekommen ist, alle Thematiken, die damit verbunden sind, dass die sozusagen sich umwandeln dürfen. Dass man
eine frei gelebte Sexualität. Mhm. In Freude, mhm. in Fülle. Mhm. Dass das alles möglich ist. Mhm. Interessant. Ja, das ist wirklich ein... Und auch in unseren sogenannten spirituellen Kreisen immer wieder zu beobachten, dass auch dieses Thema da nicht offen, bewusst gelebt wird. Es ist ja sehr oft auch Machtmissbrauch, Lehrer-Schüler-Verhältnis. Es gab ja auch diese Zeiten, gibt es immer noch diese Zeiten, oder es gibt auch diese Szene, die das nach wie vor gut findet, wenn der Lehrer mit seinen Schülern oder die Lehrerin, also umgedreht ist, habe ich das ja auch erlebt, dass die Lehrerin sich sozusagen Männer aus ihrer Ausbildungsgruppe zum Partner macht. Mhm. Also das sieht man ja immer wieder und das wird auch oftmals als normal angesehen. Mhm. Also, ne? Mhm. Ist dir das neu? Ja. Echt? Mhm. Hätte ich nicht gedacht. Also so mal so. Ja, das ist in diesen Energiegruppen und Heilungsgruppen und ganze Osho-Bewegung sowieso. Mhm. Mhm. Ist das doch Gang und Gäbe. Bist du mit rein, oder? Ja, wie du willst. Ich hatte jetzt eine schöne Frage. Wenn jetzt eine Klientin zu dir kommt und sagt, also sexuelle Gewalt ist ja so vielschichtig, also das kann einfach auch nur, für jemanden kann das einfach auch nur bestimmte Berührungen sein, die einfach sehr unangenehm sind und die eine bestimmte energetische, also so übergriffig empfunden werden, was für den anderen noch gar nicht als Übergriff empfunden wird. Ja. Es ist sehr, sehr vielschichtig. Und wenn jetzt eine Klientin zum Beispiel zu dir kommt und sagt, ich beobachte in meinem Leben, es hat einfach schon eine bestimmte Bewusstheit vielleicht, ich beobachte in meinem Leben, dass ich das scheinbar immer wieder anziehe, gewisse Übergriffe, sei es in der Arbeit, sei es, wenn ich unterwegs bin, ausgehe oder was auch immer und ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Was gibt es Möglichkeiten, was ich für mich tun kann als Klientin, damit ich das vielleicht nicht mehr in der Art anziehe? Habe ich ein Muster in mir oder gibt es was, was du als Heilerin entdecken kannst oder sehen kannst in mir? Gibt es da auch Möglichkeiten? Wie würdest du mit der Klientin, was würdest du tun? Also wenn sie, sage ich mal, so konkret kommt, was übrigens sehr selten ist, dass das so konkret das angesprochen wird, dann würde ich genauso konkret mit ihr arbeiten. und dann geht man einfach die Situation durch und dann kann man das zum Beispiel aufstellen, kann man also gucken, gibt es irgendwelche Glaubenssätze in ihrem System oder was hat sie selber, was ist ihr bewusst, welche Erfahrung sie sozusagen von sexueller Gewalt hat? Und dann muss man einfach gucken, ich frage sehr oft auch, was ist dein Wunsch? Also was möchtest du, wenn du wieder nach Hause gehst, was möchtest du, was sich in deinem Leben verändert hat? Mhm. Und dann wird einfach, ich sage mal, das Universum hört das. Es ist wichtig, dass das ausgesprochen wird. Mhm. Und in den meisten Fällen, also das ist jedenfalls mein Eindruck, ist das, ich sage mal, das Universum ist gnädig. Mhm. Wird das auch gehört und beachtet. Mhm. Und dann kann man einfach den nächsten Schritt der Heilung gehen. Mhm. Ja? Mhm. Und da gibt es... die unterschiedlichsten Methoden nach wie vor. Mhm. Okay. Also einmal Familien stellen, einmal die energetische Arbeit mit Quellenenergie, die ich anbiete. Und dann biete ich auch an das sogenannte Bonding. Das ist aus der Festhaltetherapie entstanden. Und es ist ja, sage ich mal,
Sexueller Missbrauch ist ja sozusagen ein Traumata, wo die Liebe zum Stocken geraten ist. Ne? Und irgendwann ist man so weit, dass man genau an diesen Punkt wieder zurückgehen kann. Oder dass man mit der Person, mit der das passiert ist, nochmal in Beziehung geht, um die Heilungssätze sozusagen aussprechen zu können. Oder dass die Liebe wieder fließen kann. Also, aber dazu ist wirklich ein ziemlich langer Weg, sage ich mal, schon vonnöten. Oder, ne? Also das ist jetzt wirklich für Leute, die dann schon länger sich mit dem eigenen Missbrauch beschäftigt haben und die dann nochmal sagen, und jetzt bin ich bereit, jetzt möchte ich nochmal mir das ganz genau angucken und was da noch sozusagen hängt. Und dann kann man auch mit dem Täter in Bonding sozusagen gehen. In Gedanken, also in... Nein, auch also sozusagen wie beim Familienstellen in Stellvertreterrollen, dass man jemand bittet, also meinetwegen einen Freund oder einen Bekannten oder einen anderen Stellvertreter, würdest du bitte für den Täter stehen? Weil letztendlich ist es wichtig, dass zwischen Opfer und Täter immer ein Ausgleich stattfindet. Das hat ja, sage ich mal, das ist ja auch in der Sozialpädagogik eine Methode, dass da Opfer und Täter sich begegnen. Also gerade bei körperlicher Gewalt, weiß ich, gibt es richtig Gruppen, die das dann, wo das forciert wird und wo das gewünscht wird. Und das kann man bei sexueller Gewalt letztendlich auch machen, dass man dann nochmal in Kontakt tritt. Okay. War ein weiter Bogen. Ne? Also da müssen viele Schritte gegangen sein, damit nämlich nicht wieder eine Retraumatisierung stattfindet. Ja, das ist ja immer ganz wichtig, dass man... Dass Heilung geschieht einfach und nicht nur eine pure Wiederholung, eine sinnlose Wiederholung. Die Gefahr besteht dann einfach. Okay. Muss einfach liebevoll begleitet werden und dann ist das auch möglich. Einfach lieber Zuschauer, wenn jemand Fragen hat, wir sind gewohnt, gerne. Genau. Könnt ihr eure Frage stellen, ihr könnt auch anrufen und oder anskypen, eventuell. Oh. Ja, gerne zu dem Thema. Zeichen. Ja. Machst du da? Dann komme ich nachher nochmal. Ich komme nochmal. Okay. Ja. Ich denke, das Thema ist ein Tabu. Ne? Wir haben das von verschiedenen Seiten einfach auch gesehen. Aber ich verstehe noch nicht die Definition. Also es gibt bewusste und unbewusste sexuelle Gewalt. Ist richtig? Ja. Was geforscht wird, wird nur die bewusste oder die offensichtliche sexuelle Gewalt. Nicht die unsichtbare oder die unbewusste. Ja, ich sag mal, wir als, oder ich sag jetzt wir, ich weiß gar nicht, aber ich, als Heiler bist du ja immer mit den unbewussten Sachen auch beschäftigt. Mhm. Es ist ja Sinn, die unbewussten Anteile ins Bewusstsein zu holen. Das heißt, du hast auch, behandelst auch oder erkennst auch unbewusste sexuelle Gewalt. Ja, was ist jetzt unbewusste sexuelle Gewalt? Was also, nicht körperlich auch geschehen ist. Was nicht körperlich geschehen ist. Ja, das ist ja das ganze Systemische sozusagen. Also es kann ja passieren, es geht ja bei sexueller Gewalt, fängt es ja oftmals, sage ich mal, also in der jetzigen Zeit haben wir noch immer zu tun, die ganzen Kriegserlebnisse aufzuarbeiten, ne? Vom Ersten und vom Zweiten Weltkrieg. Ne? Und im Krieg ist ja sexuelle Gewalt immer eine Methode gewesen, oder es ist einfach bekannt, dass wenn man Todesangst hat, also wenn man weiß, man lebt nicht mehr lange, dass dann
dass Sexualität wahrscheinlich nochmal sowas wie lebendig wird, sage ich jetzt mal. Man will sich nochmal fortpflanzen, das ist jetzt irgendwie eine ganz einfache Erklärung, aber anders kann ich es mir nicht erklären. Ne? Und dann kommt sehr viel Vergewaltigung und so, also sehr Unterdrückungsmechanismus auch. Und unsere, sage ich mal, unsere Großmütter, die haben ja nicht drüber geredet. Oder nur angedeutet, oder nur wenige haben drüber geredet. Und die Männer haben noch viel später erst angefangen zu reden. Ne? Also es ist ja immer, also mir kommt es jedenfalls so vor, dass das dass dann sind so Etappen. Das, was die Frauenbewegung in den 70er Jahren gemacht hat, das machen jetzt die Männer. Ne? Die machen Gruppenarbeit, ja. Die arbeiten zu ihrer Sexualität, zu ihrer Befreiung und zu ihren eigenen Missbrauchsaufarbeitung und so. Okay. Aber eben diese unsichtbare oder unbewusste sexuelle Gewalt, ist das auch geforscht worden? Ist das auch geforscht worden? Ja. Sind ja die kollektiven Geschichten sozusagen. Na, ich denke eben, dass es für die Seele oder für das Wesen, also unser Kongress ist bewusst gelebte sexuelle Lebenskraft. Ja. Ne? Und dann Gewalt ist eine unbewusste sexuell gelebte Lebenskraft. So würde ich es gar nicht definieren. Okay. Nein. Wieso? Es gibt auch viele, die das bewusst machen. Die sind doch bei sind doch im Bewusstsein sozusagen, wenn sie sexuelle Übergriffe machen oder wenn sie darüber reden. Das ist wahrscheinlich eine Definitionssache zwischen uns. Ja, okay. Ne? Aber dieser, dass der Kongress auf bewusst gelebte Sexualität, dass das die Überschrift ist und dass das das Ziel ist, das ist doch auch richtig. Genau. Ne? Also ich habe ja auch nicht sozusagen sexuelle Gewalt als große Überschrift. Mhm. Das ist ein Gebiet meiner Arbeit und ich habe das einfach in meinen persönlichen sozusagen drin gelassen. Ich fand diesen Begriff Fachkraft sexuelle Gewalt gefällt mir nach wie vor. Ja, ja, klar. Es ist, ne? Man sieht die Kompetenz, die du hast in alle Gebiete, ist unglaublich. Ich hätte hier vorhin viele Fragen noch stellen können. Aber bedeutet das, dass bewusst gelebte sexuelle Lebenskraft ist das Heilungsprinzip? Das heißt, wenn es mir bewusst wird, ich glaube schon, dass wenn jemand Gewalt anwendet, dass es eine Ohnmacht ist, eine Selbstbestrafung, eine Schande, es ist eine Angst, es ist ein also ich sehe das nicht als sexuelle Lebenskraft, ich sehe das eher als Ohnmacht, weil da fließt die sexuelle Lebenskraft nicht. Im Gegenteil, man blockiert die eigene sexuelle Lebenskraft in dem Moment, wo man Gewalt anwendet. Ne? Ja. Also vielleicht mache ich jetzt nochmal andere Begriffe, ja, sozusagen. Das ist die sogenannte Schattenarbeit, wenn man so will. Ne? Aber, aber unser Eins ist ja Lichtarbeiter, wenn man sich so definiert. Obwohl ich das jetzt gar nicht so in der Öffentlichkeit bisher gesagt habe, weil das ist auch wieder so eine Szene und ich lege mich nicht gerne fest. Aber es ist immer wichtig in der Arbeit dahin zu schauen, was man will. Ne? Ja. Aber nochmal, also mit sexueller Gewalt sieht man immer, wenn man körperlich übergriffen hat. Ne? Körperlich, verbal. Oder verbal. Und es gibt natürlich. Das ist nicht zu unterschätzen, verbal. Genau, es gibt für mich eine unbewusste, unbewusste oder unsichtbare sexuelle Gewalt. Und gibt es da auch Forschungen oder Begriffe oder Definitionen oder was unsichtbar ist, sage ich mal, ist unsichtbar. Und alles, was erforscht ist, das wurde ja dann schon gesehen. Das ist ja dann schon
gedacht, aufgeschrieben. Natürlich wird zum Thema sexuelle Gewalt auch geforscht. Mhm. Gibt es Diplomarbeiten, mhm. gibt es garantiert auch Stellen. Aber nehmen wir an, zum Beispiel, fangen wir Bereich Gesundheit. Wenn ich jetzt anfange mit Psychopharmaka, besonders im Alter, ist das nicht eine Form von sexueller Gewalt? Ach so, naja gut, also das ist eine Verwischung. Ich würde es so nicht ausdrücken. Mhm. Aber es ist bekannt, natürlich wird durch Psychopharmaka oder durch Medikamente wird auch die Lebenskraft sozusagen beeinträchtigt. Mhm. Aber nicht nur, weil manche Medikamente sind ja auch für denjenigen tatsächlich notwendig. Mhm. In dem Moment kann er nicht anders als Psychopharmaka nehmen. Mhm. Weil wenn er die nicht nehmen würde, würde er... Ja, klar, das ist klar. Aber nehmen wir den Fall Mollat. Ne? Habe ich gehört, aber gib mir nochmal einen Stich. Ja, der ist 5 Jahre in der Psychiatrie gezwungen worden. Ja, und er musste einfach auch Psychopharmaka schlucken. Und obwohl er eigentlich nichts gemacht hatte. Mhm. Und okay. Vielleicht in einem anderen Bereich. Also es ist alles richtig, was du sagst. Ne? In der Psychiatrie, ganz klar, gibt es ganz viele Leute, die sexuelle Gewalt erlebt haben und letztendlich dann in der Psychiatrie, sage ich mal, behandelt werden. Oftmals auch von Fachkräften, die gar nicht darüber Bescheid wissen, nach wie vor. Ja, aber ich meine überhaupt die Behandlung, die medikamentöse Behandlung. Mhm. Oft ist es richtig, es ist mir der Wunsch, also, aber das ist oft einfach auch ein etwas, was auf die sexuelle Lebenskraft auch in einem Bereich übergreift und das ist eigentlich auch Gewalt, weil viele werden gezwungen, das zu machen. Mhm. Zum Beispiel in der Psychiatrie. Mhm. Okay. Vielleicht noch ein Bereich. Auch in unseren Pflegeheimen ist ganz klar, ist ganz klar, dass da die Art und Weise, wie die Pflege gemacht wird, also, dass da ganz viel Übergriffe sind. Genau. Ja. Aber das finde ich ja, ich sag mal, das finde ich wirklich das Schöne, dass in der Gesellschaft diese Themen doch jetzt wirklich diskutiert werden. Ja. Auch wenn es noch ein Tabu ist, man liest es immer öfter und es wird immer bekannter. Weil ich sehe einfach, dass diese sexuelle Lebenskraft so überall so unterdrückt worden ist, das nehme ich überall wahr, dass es für mich diese körperlich-sexuelle wirklich das 0,2% sind, auch wenn es fast überall geschehen ist. Mhm. Ich würde gerne in einen anderen Bereich vielleicht gehen, im Bereich Bildung. Mhm. Ist das Bildungssystem, hatten wir letztens mit einer Expertin hier, ist es nicht so ausgerichtet, du bist das Kind, du bist still, die Wissenschaft ist, ich fülle dich mit Wissen und du musst schlucken, heute, morgen und in 7 Jahren. Mhm. Ist das nicht, ob du willst oder nicht, ne? Und die ganze Verwandtschaft, das ganze System sagt nicht, ich helfe dir, dich zu entwickeln, mal schauen, was da ist, sondern ich füttere dich die ganze Zeit mit der Mutter. Ist das nicht ein sexueller Gewalt, wo das Kind sich daran gewöhnt, immer passiv zu sein? Weiß ich, glaube, also du bist immer in deiner Definition sozusagen, dieses Thema, was du eben angesprochen hast, wenn die mit Wissen gefüttert werden oder so. Ja, wenn man es ganz zu Ende denkt, hast du recht. Mhm. Ist die Sexualität dadurch beeinträchtigt, weil man überfüttert ist und so. Aber ich würde es trotzdem so nicht so ansprechen, weil ich weiß nicht. Nee, weil ich sehe viele Mechanismen, die eigentlich dazu beitragen, aber über die wir einfach auch nicht sprechen. Und dann sage ich, vielleicht kann man das Thema sexuelle Gewalt, ist ein Monopol geworden, von manchmal so nur um
ja, der zu sehr sich aufs Körper begrenzt, obwohl wir einfach auch mehr sind, ne, als Körper. Na, wer begrenzt Sexualität auf Körper? Ja, man spricht von sexueller Gewalt, nur wenn es mit dem Körper geschehen ist. Nein. Nicht? Nein, nein. Also, deswegen sage ich ja auch immer, dass das auch wichtig ist, sozusagen die verbale Gewalt. Aber ich habe schon, aber ich glaube, ich habe dich jetzt trotzdem verstanden, in welche Richtung du gehen willst. Also, dass, dass man sozusagen, aber du bist jetzt bei dem Thema, wie man sexuell lebendig ist und bleibt und wie wir sozusagen unsere Kindheit und Jugend erziehen im Bildungssystem. Ja. Oder dann meinetwegen auch die Studenten. Woher kommt, wo sind die Herde? Wenn ich denke, in Italien gibt es, wird fast jeden Tag eine Frau umgebracht von Ehemann, weil er also entweder Eifersucht oder nennt man Femminicidio. Ne? Und das ist ein Phänomen, was explodiert. In Indien sowieso werden die Frauen, die Kinder weggeschmissen. Es hat viel einfach auch viel mit Frauen zu tun. Und ich frage mich, okay, ich könnte jetzt dieser sexuelle Übergriff jetzt was dafür tun, heilen. Und ich sage, um was ist eigentlich, wenn das Ganze so ein Gewaltsystem ist? Und da zeigt sich nur, also in Italien ist nicht so, dass jetzt sexuelle Gewalt wird überall gesehen und plötzlich, wie kommen die Männer, oder wie kommen die Situation, nehme ich an, einfach auf Frauen, wie kommen die auf diese Gewalt? Woher kommt das? Also wo wird zwischen den Zeilen die Gemeinschaft erzogen? Und auf welche Ebene wird die sexuelle Lebenskraft so unterdrückt und so unterdrückt, dass es dann dieses Unterdrückte, dass die Gewalt ausbricht. Und die Gewalt ist für mich ist das, was wir unterdrücken. Also wo sind die Schlüssel? Wo die sind? Ja. Gibt es ganz viele Schlüssel, aber und auf verschiedenen Ebenen sozusagen. Und da kannst du ja die ganzen gesellschaftlichen Bereiche, das kannst du alles, sag ich mal, mit einbeziehen. Aber ich sag mal, ich persönlich biete sozusagen individuelle Heilung an. Ich biete diese systemischen Heilung an. Das heißt also, dass man in seinem Familiensystem gucken kann, was ist da an Gewalt passiert zwischen Frauen, Männern, und was gab es für schwere Schicksale, dass das eben kompensiert worden ist durch sexuelle Gewalt. Wir sind ja nun jetzt bei diesem Thema sexuelle Gewalt. Und ich biete auch mit meiner Freundin an universelle Aufstellungen. Sprich, man kann, haben wir zum Beispiel auch schon mal, als dieser Amoklauf damals war, dass jemand sozusagen viele Kinder erschossen hat in Erfurt. Und das kann man natürlich auch zum Thema Sexualität machen, auch zum Thema sexuelle Gewalt, dass man eben allgemeine Themen, die große Gruppen, Menschengruppen betreffen, Frauensexualität, Männersexualität oder ich weiß nicht, fällt mir jetzt nichts Konkretes ein, aber dass man das universell aufstellt. Für ein Land, meinetwegen für Indien. Also diese Möglichkeit besteht. Jeder muss selber wissen, wo er mit seiner Kraft auf welcher Ebene arbeiten kann. Gut, aber sexuelle Gewalt ist eine kreative Kraft, die sich zurückgehalten hat, die unterdrückt wurde. Ja. So Gewalt, so wenn ich einfach nicht leben kann oder nicht traue, etwas, was unterdrückt worden ist. Ja, es ist ja erstmal etwas, was sozusagen, das kann man so sehen, aber man kann es genauso gut sehen, das ist etwas, was sozusagen ausgebrochen ist. Gewalt bricht ja auch aus, so rum kannst du es auch sehen. Ja, aber es bricht aus, weil ich eine gute Energie zurückgehalten habe. Jetzt ist eine Bewertung, ne? Gut, schlecht. Und das ist, sage ich mal, legitim, aber auf einer gewissen Ebene, wo es dann um Heilung geht und wo es um Täter-Opfer-Ausgleich geht, dann geht es nicht mehr um diese Bewertung. Ja. Das weiß ich. Also nee, ich war eine gute Energie, weil Gewalt hört sich wie was Schlimmes an.
Und so meine Definition ist, Gewalt ist der letzte Ruf von einer, wenn ich jetzt nicht liebe und nicht zurückhalte und ich darf nicht, und ich werde, irgendwann werde ich hassen. Mhm. Also der Hass, Gewalt, ist eigentlich eine gute, ein gutes Gefühl der Zurückhaltung. Ja, ne? Und dann geht es darum, das wieder zu finden. Genau. Und deswegen, wo sind diese Erde, die Herde für diese Gewaltbildung? Ach so, du stellst mir Fragen. Ich weiß nicht, ich will heute was Neues lernen. Ach, du willst was Neues lernen, ja, okay. Ja, ich mache es immer so, dass es, ich gehe in Themen rein, wo ich habe mich das noch nie gefragt, ist Gewalt in, deswegen war gut, ist Gewalt gut oder schlecht? Ne? Oder ist Gewalt ein Heilungsprozess? Oder ist der Heilungsprozess ein gezwungener Heilungsprozess? Ist jetzt die USA greift Irak an, ist ein sexueller Übergriff, ne, wo ist das Gleichgewicht? Also Gewalt, wo ist die Ursache von Gewalt? Wo ist die Ursache von Gewalt? Oder wie ist das? Also ich will als erstes will ich mal einfach mal diesen einen Satz noch loswerden, den meine Lehrerin damals gesagt hat, die Veronika, ich will jetzt gar nicht trinken, danke. Sie hat gesagt, es gibt so viel sexuelle Gewalt auf dieser Welt, damit wir wieder in Liebe kommen. Okay, jetzt. Na? Jetzt. Das sind unsere Kernthemen. Und es ist einfach eine Möglichkeit, wieder in Liebe zu kommen, wenn man sich diese Verletzungen anschaut. Schön. Zwischen Männern und Frauen, zwischen Frauen und Frauen, zwischen Männern und Männern, zwischen Männern und Kindern, zwischen Kindern und, ne? Also es geht um Liebe. Ne? Ja, es geht dann letztendlich darum, wieder alle Kompetenzen, also alles wieder zu fühlen. Und wer in Liebe ist, der kommt nicht oft. Nicht im Ansatz kommt er auf eine Idee, jemanden sexuell zu belästigen, zu nötigen. Und das sind ja wirklich schon wieder, ich bin jetzt nochmal bei dem Verbalen, das sind schon diese, es sind Witze, wie gehen wir damit um? Ne, so. Nehmen wir an Indien oder im Länder, wo auch viel Gewalt ist, ich glaube auch Japan oder so, ne, oder es gibt, das heißt, dass die eigentliche Therapie ist, oder besonders für die Männer, es ist einfach die Liebe. Für alle. Brauchst du gar nicht zwischen Mann und Frau differenzieren. Das ist für alle. Das ist ja auch so ein Phänomen. Erst immer wurde gesagt, was auch richtig ist, die Männer so und so viel Prozente sind Täteranteile. Mhm. Dann kam aber die nächste Phase, dann waren es die Frauen, die sozusagen die Mütter, die Täterinnen waren. Dann waren die Täterinnen, sage ich mal, im Fokus. Ne? Also du brauchst, also ich weiß, dass die Männer sehr oft da was tragen, auch aus ihrem System, ne? Weil ja nun mal Kriege von Männern geführt worden sind. Aber wer hat die Männer hingeschickt? Und immer wenn du noch eine Frage weiterstellst, merkst du, es gibt nicht diese geschlechtsspezifischen Ursachen. Okay, das heißt, nehmen wir an, wir reden von sexueller Gewalt, aber Gewalt allgemein, die Antwort für Gewalt ist Liebe. So, dann, wir sind einfach gewohnt, wenn in einer Schule etwas geschieht, Gewalt geschieht. Oder sexueller Gewalt gibt es immer Strafe. Also Gefängnis. Ne? Okay. In der Schule gibt es wieder die Polizei oder Strafe oder Urteil oder so. Und du sagst, also was ich jetzt gelernt habe, ich wusste das nicht, Gewalt ist ein Mangel an Liebe. Oder ist eine unterdrückte, nicht gelebte Liebesenergie. Ja. Schön. Gut. Und wenn wir jetzt das systemisch entwickeln, dann würden wir
sagen, ich gehe jetzt immer provozierend. Also ich gehe auf die andere Seite, um etwas zu lernen. Ja, gerne, bitte. Das heißt, unser Strafsystem. Mhm. Aha, jetzt willst du es, ne? Mhm. Du musst doch wohl nicht eingeschnappt sein. Willst du mir den Tee geben? Das heißt, wenn wir sagen, okay, du bist Spezialistin oder Profi oder hast viel Erfahrung auf alle Ebenen, kann sein, dass es zum Beispiel ein Thema sein könnte, die Gefängnisse sind ein Ort von Gewalt und von Erzeugung von sexueller Gewalt und Gewalt allgemein. Auf jeden Fall. Und dass die meisten Menschen aber so ticken, dass wenn jemand etwas geschehen ist, dass die alle dass diese Form des Gewaltentgegenkommens sich überhaupt nicht entwickelt hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt in Gefängnis, in den Gefängnisse, in den USA, in das Schlimmste, und sage, okay, wir gehen dahin und wir machen Liebesarbeit. Denn das ist das Einzige, was das wieder in Gleichgewicht stellen kann. Ja, also ich weiß, es gibt ein paar Ansätze. Es ist nicht so, dass das nicht schon von anderen durchdacht ist und dass es auch Therapeuten gibt, die sich darauf spezialisiert haben, mit Gefängnisinsassen zu arbeiten. Mhm. Also es wird letztendlich, in fast jeder Gesellschaft gibt es ja Pioniere, sage ich mal, die an diesem Thema arbeiten. Ne? Okay, gut. Aber gibt es auch eine Forschung zum Beispiel, wie sexueller Gewalt gegen sich selbst, dass es zu Krankheiten führt? Ich glaube auch, dass die meisten Krankheiten Selbstgewalt sind. Mhm. Ne? Also, ich kann nicht leben, ich kann nicht mal Gewalt anwenden oder ich will nicht oder es ist blöd. Was soll ich machen? Was soll ich mit dieser ungelebten Liebe? Oh, dann produziere ich einen Krebs, einen Schmerz, eine Sache. Gibt es Formen oder Studien sexueller Gewalt gegen sich selbst? Und in welche zum Beispiel, falls es Studien gäbe, Krankheiten oder Symptome sich das ausdrückt. Zum Beispiel, ich nehme an, wir haben in einer Sendung die Prostata. Ne? Ja. Prostata ist eine der, ich nehme an, Brustkrebs oder was weiß ich was, dass es eine Reihe von Sachen gibt, die sexuelle Gewalt gegen sich selbst auch. Also, auch da muss man vorsichtig sein, sage ich mal, mit generellen Aussagen. Und nicht jeder Brustkrebs bedeutet, man hatte sexuelle Gewalt erlebt. Ich habe es nur so gesagt. Das war und es bringt uns auch, glaube ich, nicht wirklich weiter. Aber sage ich mal, wenn es irgendwie, sage ich mal, einen Menschen hier im Äther gibt, der sich jetzt fragt, bin ich betroffen? Dann würde ich mich einfach fragen, wie ist deine Sexualität? Guck dir deine Sexualität einfach an. Ne? Das würde ich als erstes fragen. Und dann ist es natürlich, wenn man mit den Geschlechtsorganen mal da Krankheiten entwickelt hat, ja, dann, ja, was ist es sozusagen? Warum reagiert gerade dieses Organ? Welche Botschaft sozusagen? Was will nicht gelebt werden? Das ist ganz klassisch, sage ich mal, in unserer Arbeit, ja. Aber es ist auch immer wieder eine Gratwanderung sozusagen. Weil Menschen, die krank geworden sind, und die fühlen sich dann oftmals schuldig und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Ja, eben, ne? Und da muss man ganz vorsichtig sein. Und letztendlich wissen wir es auch nicht. Das ist eigentlich auch immer wieder das Schöne, zu wissen, dass man es nicht weiß. Mhm. Warum diese, ne? Warum da was ausgebrochen ist. Okay. Da kann nur jeder für sich selber, immer in sich selber reinspüren, will ich es überhaupt wissen, was will ich erreichen in meiner Sexualität. Vielleicht interessiert denjenigen das gar nicht. Er hat damit abgeschlossen. Er hat sich jetzt andere Gebiete im Leben gesucht.
wo er glücklich ist. Und dann ist. Okay, ist ein großer Bereich. Jetzt vielleicht, wenn du sagst Heilung. Ne? Also da kommt jemand zu dir und hat sexuelle Gewalt erfahren und du bietest einen Weg der Heilung an. Und da kam vorhin der Satz, ist für manche unheilbar, weil das bleibt. Habe ich das vorhin richtig gehört? Naja, ich habe sowas gelesen. Okay. Aber sage ich mal, meine persönliche Wahrheit, die ja nicht ist, also mein Glaubenssatz oder meine Erfahrungen sind, natürlich ist sexuelle Gewalt heilbar. Okay. Ja? Und ist es so, dass wenn du mir hilfst, also wir gehen, was weiß ich, 2 Wochen, 2 Monate, ich komme in Beratung oder in Therapie oder wie du es nennst. Es ist nicht so, dass nur in dem Moment, wo ich die Entscheidung treffe, so, jetzt lebe ich wieder meine, bewusst meine sexuelle Lebensenergie, dass ich eine Entscheidung getroffen habe zur Heilung. Das ist richtig, ja, immer. Okay. Immer, ne? Also es geht immer, ich bin ja nur das Medium, genau. Stelle mich nur zur Verfügung, genau. Ne? Und das ist, Heilung ist immer, muss jeder selber letztendlich genau. machen. Ja. Ne? Und das ist, sage ich mal, dass man seine Selbstheilungskräfte aktiviert und es einem, also dass einem geholfen wird. Okay. Und was ist, wenn eben wenn jemand zu dir kommt oder muss oder und der, muss, die Person muss will nicht. Zu mir kommen. Nee, aber irgendwie wird einfach immer über wie oder egal. Ja, ja. Oder in andere Stellen. Ne? Okay, und da vergehen 10 Jahre, 20 Jahre, 80 Jahre und der will eigentlich nicht. Ne? Was passiert dann? Ne, der kommt ja nicht zu mir. Wer nicht will, kommt nicht zu mir. Ist ganz einfach. Und diejenigen, die geschickt werden, sage ich mal, von irgendwelchen Bekannten und dann sagen, okay, jetzt gehe ich da mal hin, dem zuliebe oder so, die kommen auch nicht wieder. Aber das bedeutet, wenn es meine Entscheidung ist, durch deine Hilfe und Beratung, dass ich die Möglichkeit habe, auch mir selbst zu helfen, wenn du nicht da bist. Ja, das ist, sage ich mal, alles, was ich anbiete. Also wirklich alles, was ich anbiete, ist auch immer der Ansatz, sich selber zu helfen. Es gibt ja immer auch eine Beratung dazu, wir sprechen darüber. Und es ist für mich das Größte sozusagen, wenn derjenige sich selber helfen kann, selbstständiger wird, unabhängiger von Therapeuten, Beratern. Ne? Mir geht es um Schuld. Ich habe viele gehört, ja, nein, mir kann man nicht helfen. Nein. Und dann sage ich manchmal, oder das ist da, wo ich hin will. Wenn jemand wirklich sagt, okay, ich habe eine Erfahrung gemacht und ich gehe diese Erfahrung durch. Habe ich die Freiheit oder muss, oder geht es nur durch eine professionelle Hilfe? Was? Kann ich auch selber. Natürlich. Okay, das wollte ich jetzt für viele, die einfach sagen, also die sich beschweren, sage ich, Moment, erstmal, es ist möglich für dich, das auch alleine zu machen. Und wenn du vertraust, dass du das alleine machen kannst, dann lohnt es sich, einen Profi zu nehmen, der dich begleitet, weil diese Entscheidung schon gefallen ist. Ja. Ne? Aber ja, lohnt sich auf jeden Fall. Und diejenigen, die sagen, mir kann keiner helfen, solange sie das sagen und daran glauben, solange wirkt es auch. Das sind nun mal die Glaubenssätze. Genau. Also das heißt, jeder hat, wenn er möchte, die Möglichkeit, aus diese Geschichten auch selbst rauszukommen. Auf jeden Fall. Also, das wird oft nicht gesagt. Ich möchte das an. Ja. Okay. Also weil das gibt Freiheit den Leuten. Leute, wenn niemand da ist, ihr kennt trotzdem. Jetzt die letzte Frage. In dem Moment, wo sexuelle Gewalt geschieht, habe ich Möglichkeiten, dass das keine Auswirkung auf mich hat. Sowohl von und wie. Also hat meine Seele
die Möglichkeit, jetzt geschieht sexuelle Gewalt und das erreicht mich nicht. Oder das, ich sag mal, ich kann so, dass es nicht geschieht oder dass es das, was geschieht, mich auch nicht verletzt. Habe ich diese Freiheit? Habe ich diese Freiheit? Also es ist ja... da muss die Entscheidung schon vorher gefällt worden sein. Und dann... also das, denke ich mal, gibt es nur in äußerst seltenen Fällen. Und du brauchst da so ein hohes Bewusstsein, wenn das... dass du sozusagen dies gleichzeitig ungeschehen machen kannst. Der Klassiker ist, wenn sexuelle Gewalt ist, dass die Seele sozusagen es abspaltet. Ne? Das spricht man immer von den abgespalteten Seelenanteilen, von den traumatisierten Seelenanteilen. Und die Seele, für die das in dem Moment zu viel ist, die sagt sich, okay, ich suche mir jetzt erstmal einen Platz, wo es mir sozusagen besser geht. Und das ist ja die schamanische Arbeit, ne? Dass man Seelenanteile wieder zurückholt. Oder das kann man auch unter Traumaarbeit sozusagen machen, dass der traumatisierte Teil wieder sozusagen angeschaut werden kann. Okay, aber das ist eine Entscheidung. Also ich habe jetzt in meiner Gesundheitsberatung, ich habe die Erfahrung gemacht, schon mit vielen Protokollen, ja, dass ein Mensch sagt, okay, ich musste meine Mutter gehorchen und auf meine kleinen Kinder aufpassen. Mhm. Ich konnte das mit Wut machen oder ich hätte auch das mit Mitgefühl machen können. Mhm. Ne? Weil ich das mit Wut gemacht habe, bin ich jetzt, 70 und ab Rheuma und bin immer noch voller Wut. Ja. Also, das war meine Entscheidung als Kind. Ich hatte die Möglichkeit, das auf mich wirken zu lassen oder auf mich nicht wirken zu lassen. Und ich glaube, dass diese Entscheidung oft möglich ist. Und deswegen in diesem Bereich, wenn ich sage, okay, jetzt geschieht Gewalt, jetzt in der sexuellen Form, ich bleibe bei mir und dann bin ich nicht traumatisiert. Und vielleicht verhindert, weil ich bei mir bleibe, ist die Energie weg. Habe ich eine Möglichkeit in dem Moment? Hast du. Die hast du, aber die, sage ich mal, das ist nicht... Nö, wir lassen es einfach dabei. Du hast diese Möglichkeit. Also ich gehe darauf hin, weil im Heilungsprozess für mich ist wichtig zu verfolgen auf die Selbstmöglichkeit, die man gehabt hat. Das hilft, wenn ich dann, wenn man in Therapie dann ist, ich hätte damals auch was anderes entscheiden können. Es ist aber so gegangen. Ich kann jetzt anders entscheiden. Und da werde ich jetzt geholfen, aber ich treffe die Entscheidungen und so wie ich die Entscheidungen treffe, aufgrund der Hilfe, die ich jetzt bekomme oder der Spiegelung, ich bin der Schöpfer meiner selbst. Bist du auf jeden Fall. Okay. Ne, und schön. Bist du immer. Sorry für mein Chaos, aber ich habe jetzt einiges mitgekriegt. Ne? Okay. Schön. Sabine, gibt's was? Okay. Ziemlich ruhig heute. Ja. Okay. Schön. Ja, ich bin zufrieden. Ich möchte nicht nur erzählen, sondern ich möchte was erkennen, wenn ich immer die Abende, wenn wir so gemeinsam sind. Ja, und jetzt habe ich ein paar neue Sachen erkannt. Hast du noch? Kann ich jetzt zum Abschluss? Nein, du musst schon hierher kommen. Mikro. So, also ich danke dir sehr für deine Herausforderung. Danke euch für eure Frage. Herausforderung.
zum Abschluss hätte ich dich gern so, was du mit bewusst gelebter sexueller Lebenskraft verbindest, was das für dich bedeutet, wenn ich dich das fragen darf. Ja, das darfst du mich fragen. Genau das, was es eigentlich sagt, bewusst gelebte Sexualität, also dass man, was heißt bewusst, dass man auch in seiner Sexualität bewusst umgeht. Also Sexualität ist ja eigentlich, sage ich mal, ein Trieb und ziemlich lebendig. Und man macht seine Erfahrung und dann wird man immer bewusster. Man macht immer mehr Erfahrung und dann integriert man sie in seine Sexualität. Also es ist einfach... Ja, sehr spannend. Und das, Lebenskraft, was bedeutet für dich so Lebenskraft? Wo kommt die, also wo entspringt die her? Ich würde nach wie vor sagen, aus verschiedenen Quellen. Mhm. Und eine Quelle ist auch Sexualität. Mhm. Ne? Also eindeutig, also mit Sexualität, indem man sich auf Sexualität einlässt, sage ich mal, und sie bewusst lebt. Ganz klassisch kommt sozusagen diese Transformation. Also kommen einfach neue Themen auf einen zu. Und ich sag mal jetzt einfach, die Welt wird bunter. Schön. Das ist schön. Ja. Ja. Ja, aber man danke. Sieht deine große Kompetenz. Ne? Das ist wirklich deine danke. Ganze Erfahrung. Ne? Wie gesagt, nochmal, das ist ja wirklich ein Teil nur deiner großen, vielschichtigen, vielseitigen, kunterbunten Arbeit ist. Genau. Aber wenn, ja. Ja, ist auch durchaus wichtig, das weiß ich. Ja. Ja, aber ich will mich darauf nicht nur spezialisieren. Mhm. Aber sage ich mal, ich lade natürlich die Leute ein, die mit diesem Thema, sage ich mal, doch nicht alleine weiterkommen, also können sie gerne sozusagen zu mir kommen. Hm. Ich sag, du hast eine Praxis hier in Leipzig. Praxis Quelle des Lebens in Quelle Leipzig. Und wenn man in die Suchmaschine Anne-Karin Fischer eingibt, dann findet man das auch. Ne? Das wird ja auch drunter gespeichert mit deiner Internetseite. Mhm. Und werde auch in Zukunft was anbieten mit meinem Partner zum Thema Sexualität. Ah, schön. Ja, also richtig so ein extra Thema. Ah, schön. Ja, ne? Und ansonsten, man sieht einfach alles dann auf der Webseite, was ich anbiete. Mhm. Einfach sehr vielseitig. Und du arbeitest auch aus der Ferne. Ja. Mhm. Fernbehandlung mache ich sehr gerne. Ich mache auch sehr gerne, dass ich... Räumlichkeiten reinige. Mhm. Oh. Mhm. Ja, ja, euer Flur. Ja, wenn man da reinkommt. Hier in den Hauptflur? In unseren Hauptflur? Ja. Oder? Mhm. Ja, ja. Der Wir erste haben Flur. Ein Wochenende mit dem Thema, wo alle Spezialisten zusammenkommen. Mhm. Ja, also ich habe ja gar nicht über Quellenenergie heute geredet. Das ist, sage ich mal, an sich mein Herzstück von der ganzen Arbeit. Wenn du noch dazu sagen möchtest, gerne. Klar. Na, Quellenenergie ist einfach, sage ich mal, die reine energetische Arbeit. Mhm. Und ich bin dann Kanal und Medium und verbinde mich hauptsächlich übers dritte Auge und lasse einfach die Energien fließen. Mhm. Und damit kann ich die Heilung anbieten für Menschen, aber ich kann auch damit Räumlichkeiten reinigen und wer das selber für sich erlernen will, also biete ich Einweihung an. Mhm. Na, also auch Heiler, sage ich mal, die dann eine Resonanz verspüren und die sagen, okay, das ist auch was für mich und das spüren sie dann einfach irgendwann, können von mir auch eingeweiht was werden. Was du entwickelt hast. Ja, ne, also Quellenenergie. Mhm. Okay. Ja. Vorläufiger Höhepunkt. Vorläufiger Höhepunkt. Dann wollen wir wieder beim Thema werden. Was genau. Was sehr dringend ist im Moment. Ne?
Ja, es ist ein sehr großes Arbeitsfeld. Ja. Ach, jetzt hast du schon Schluss gemacht, oder? Ich bewege mich doch gar nicht. Oder bin das ich ist immer ein bisschen später. Weil das ah, ach so, okay. Jetzt bin ich da noch drauf. Die ganze Welt geht um die ganze Welt. Jetzt schalte ich dich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Manchmal ist 10, länger die Verzögerung, manchmal kürzer, je nachdem. 11, interessant. 12, ich gucke da jetzt nicht 3, mehr hin. Nee, oder? Bringt er ziemlich durcheinander denn. Ja. Ja, genau. Ja. Ja, auf jeden Fall vielen Dank, dass du dich eingelassen hast, ziemlich auch spontan und genau, und ohne dass du wusstest, was auf dich zukommt. Und ja, wie geht's dir mit? Mir geht's jetzt sehr gut. Danke. Ja? Ach schön. bist entspannt und ja. Freue mich. Schön. Na? Okay. Super. Ja, herzlichen Dank. Und du wirst auch Teil des Kongresses sein am 23.11. in München. Für das Thema bewusst gelebte sexuelle Lebenskraft. Ja. Ja, schön. Also ich habe jetzt die Webseite und die Wiederholung wird man in circa eine Stunde, ich versuche die Wiederholung gleich zu senden, für die, die später gekommen sind, und wird sonst in circa eine Stunde, wenn ihr da unser TV-Programm ist. Ja. Das heißt, wenn ihr in GTV seid, dann, also hier steht letzte Videos, aber ihr könnt das natürlich noch genauer, wenn ihr das Datum nach Datum suchen wollt. Hier ist die Expertenseite. Veranstaltung, das ist heute, und morgen braucht ihr nur ein Archiv zu schauen, und da wird die Veranstaltung sein, ne? Und dann klickt ihr drauf und da ist auch das Video drin und wird immer mit diesem Link da bleiben, ne? Okay. So wie jetzt hier und Info verewigt und jetzt auch die Webseite und alles, was dazu gehört. Ja, vielen Dank. Gerne. Okay. Ja, danke schön. Und ja, wir sind in Verbindung. Genau, ich glaube auch. Wir haben jetzt. Ja, auch in einer Meditationskonferenz werden wir die Anne-Karin wiedersehen in Leipzig, 1.11. Genau. Schön. Und wer weiß, was sonst noch alles. Auf den Kongress freue ich mich auch schon. Ja. Na? Wird auch nochmal spannend, was ich dann für einen Beitrag mehr ausdenken. Ja, genau. Gibst du noch Bescheid. Also die Wiederholung ist schon bereit. Das heißt, wenn wir jetzt stoppen, kann dann gleich die Wiederholung. Ich sag mal, wer noch Fragen hat, der kann auch gerne anrufen oder per E-Mail die Fragen stellen. Ne? Also bin ich auch durchaus bereit, dann die Fragen zu beantworten. Heute sind viele neu und viele trauen sich nicht. Dankeschön. Ja. Gut.